Ja, hallo, herzlich willkommen zurück beim Part. Wir suchen immer noch einen Schrein quasi, von dem wir uns etwas abholen können. Also so eine Bewährungsdings, damit wir echt auch mal damit wir auch endlich mal schaffen, gegen den anderen Boss zu kämpfen, der uns da nur ganz knapp besiegt hat. Also ich möchte mir zwei Herzcontainer holen. Darf einen kann ich schon holen. Für den anderen fehlt mir halt einfach noch ein Bewährungsornament. Wir müssen höchstwahrscheinlich irgendwie versuchen, da raufzukommen. Fragt mich aber nicht wie. Oh, und ich sehe gerade, Link ist kalt. Da. Lasst uns das erstmal anziehen. Yay! Bernstein, Feuerstein, Saphir, Rhodonit, ein Topas und Salz. Irgendwie muss ich darauf kommen. Aber wie? Jetzt im Moment habe ich eher das Gefühl, ich gehe wieder runter. Cool, ich kann hier einfach hochlaufen. Sehr interessant. Da ist der Schrein, den haben wir gerade aktiviert. Da oben ist, haben wir auch gesehen, dass da noch einer ist. Aber wie kommen wir auf den rauf? Ist so eine Sache, ne? Ich meine, Link kann noch nicht allzu hoch klettern. Kletterfähigkeiten sind halt leider noch nicht so super, wie wir sie gerne hätten. Daher speichere ich einmal und fliege dann rüber. Vielleicht schafft er das von hier. Hier ist zumindest eine Stelle, wo man vielleicht stehen könnte. Da. Ne? So, und jetzt nach oben. Wenn wir Glück haben, kann Link da stehen und sich ausruhen. Dann sollten wir gute Karten haben. Wenn wir Pech haben, kann Link dort nicht stehen oder kommt da gar nicht so weit hoch. Oh, eigentlich, er sollte dort stehen können. Nope, das möchte ich nicht. Nein, 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 nein. Gras schneiden. Wenn du Gras schneidest, kommen manchmal versteckte Insekten zum Vorschein. Bei Regen natürlich andere. Parasegel. Mit Hilfe des Parasegels kannst du von hohen Orten aus herunterschweben. Steuere deinen Flug mit dem rechten Kontrollstick. Es hätte fast geklappt. Haben wir eigentlich irgendwas, was unsere Ausdauer auffüllt? Also wie jetzt, wenn wir das so essen.
Ja, als Kochzutat, aber ich meinte jetzt so. Gut, brauchen wir also die Medizin. Medizin müsste dann hier sein, aber hier ist Elektromedizin. Schützt dich vor Strom, schleicht und spurt. Den hätten wir auch nehmen können. Dann wird das Klettern schneller. Oh Mann. Link, wir schaffen das doch schon irgendwie hier hoch. Na, wir haben doch ganz was anderes geschafft bisher, Link. Das schaffen wir. Los, Link, 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 Link. Schon wieder eine Ziege. Wie kommt ihr hier überhaupt hoch? Link, nur noch ein kleines Stück. Ein ganz kleines Stück. Du schaffst das. Du schaffst das. Ja. Wir sind fast ganz oben. Nur noch ein kleines Stück. Ein kleines Stück. Da kreisen Vögel. Ich will erst mal gucken, da oben war noch irgendwas. Hier, Figuren. Ein Apfel. Okay. Ich hoffe, ich habe einen Apfel dabei. Bitte lass mich einen Apfel. Ja. Hey. Oh. Da, ein Apfel. In die Hand. Ablegen. Yay! Ein neuer Grog. Ui, du hast mich entdeckt. Hier, ein Grogsam. Danke. Tschüssi. Das müssen wir uns auch mal vornehmen. Nachdem wir das mit dem Wasserdungeon und so fertig gemacht haben, ja? Dann können wir mal gucken. Schiebe Nero schreit. Klappe zu. Au. Weg. Während du dich zusammenbaust, baue ich mal den Tempel auf. Nein, ich tue ihn zusammen. Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt diese Prüfung ergibt. Auf jeden Fall können wir uns schon mal her teleportieren und müssen nicht nochmal den ganzen Weg hochklettern. Der war echt anstrengend. Und wir haben es auch nur gerade so geschafft, weil wir einen Ausdauercontainer hatten. Ohne diesen hätten wir es nicht geschafft. Ganz klar. Und auch das war schon knapp. Wow. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Shibenira. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Doppelte Erinnerung. Shibenira Schrein. Hier sind Kugeln drin. Gut. Zwei Schreine sind einander verbunden. Des Lösung ward im anderen gefunden. Doch vor Beginn prägte alles gut ein, sonst verlässt du ratlos den Schrein. Na, ich glaube, ich verstehe. Ich muss mir, bevor ich jetzt das nachbaue, was ich im anderen Schrein gesehen habe, indem ich die blauen Kugeln wegnehme, kann ich ertragen,
muss ich mir einprägen, wo die blauen Kugeln hier liegen. Weil ich sonst das Rätsel auf der anderen Seite nicht lösen kann. Gut, gut, gut. Das sollte mir machbar sein. Oh. Mal gucken, mal überlegen. Also dort ist eine. Da ist eine. Und da. Und da. Also der zweite von oben, dann der zweite, also zweite von links. Der zweite, ja, der zweite von links, der zweite von rechts, dann der erste von links, dann die Mitte und dann da ganz unten ist es der letzte. Also 2, 4, 1, 3, 5. Gut. Haben wir uns eingeprägt, hoffe ich. Und dann bauen wir mal das nach, was wir im anderen hatten. Wie war denn das? Ich glaube, der muss da rein. Dann der hier. Nein, warte. Nehmen. Kommt hier rein. Wo kam der rein? Hier? Oder noch weiter? Ich glaube hier. So. Der war irgendwo hier hinten drin. Ich glaube ihn. Und der war hier drin? Nee, warte. Nee, das geht nicht. Das war falsch. Der kann hier nicht drin gewesen sein. Der war irgendwo hier vorne drin. Ich weiß nur nicht, hier in dem Loch. Sollte sich nicht eine Tür öffnen oder so? Mal gucken, ich nehme den mal mit. Den. Ja, richtig. Super, das freut mich. Es war nur um ein Feld daneben. Ich kann eine Leiter hochklettern. Hui. Kletter, kletter, kletter. Gibt's in diesem Dungeon eigentlich gar keine Truhe? Scheinbar nicht. Na gut. Egal, wir wollten ein Bewährungszeichen. Da bekommen wir eins. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Vielen Dank. Strike. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Tschüss. Eisschleim. Eisschleime explodieren in einer Kältewolke. Wenn sie besiegt werden, nutze diesen Effekt, um Gegner in der Nähe einzufrieren. Zutaten rösten. Nam. Pilze oder Fische. Ach, seid ihr schon wieder da? So, wir haben diesen Tempel also erfolgreich geschafft, aber ich möchte den hier gleich mitmachen.
Ich meine, bevor wir die Reihenfolge wieder vergessen, die wir eben hatten. Ne? Ich meine, die gehören zusammen, also werden sie auch zusammen erledigt. Sprungattacke bei drücke beim Springen in der Luft y oder in der Luft Y, um eine Sprungattacke auszuführen. Die Druckwelle beim Landen trifft mehrere Gegner. Denke ich mal, dass das da stand. Doppelte Erinnerung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der hier war da. Und der war in der Mitte. Der war, glaube ich, ganz hinten. Im letzten, so. Gut, rollt rein. Und die ersten beiden. Stimmt. Der war da. Und der müsste hier drin gewesen sein. Wenn ich mich noch recht entsinne. Huch. Yes, yes! Dran gedacht. War auch ein guter Tipp von dem Stein da. Ohne den Stein kann man das echt übersehen. Das ist, denn, weil man kommt ja auch nicht unbedingt gleich auf die Seite wirklich rüber. So wie ich jetzt gemacht habe. Dann ärgert man sich nachher natürlich. Dann denkt man sich, warum? Muss ich alles nochmal? Muss ich nochmal in den anderen Tempel zurück? Haben wir ja zum Glück jetzt zusammen gemacht. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Und gar nicht so dumm. Hut ab, wenn ich einen hätte. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Hurra! Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Wiedersehen. Ja gut, haben die Entwickler sich bestimmt hier gedacht, wegen den Zwillingsbergen, dann bauen wir auch ein Rätsel ein, das mit beiden zu tun hat. Perfekt. Jetzt... viel Zeit haben wir nicht mehr, aber wir können diesen Part noch nach Kakariko. Da holen wir uns zwei Herzcontainer und dann noch mal ein paar Feen. Beziehungsweise wir holen erst die Feen, dann den Herzcontainer. Und dann geht's wieder ab, zurück zum Wasserboss. Vom Wasser dann Dungeon Boss. So. Den schaffen wir nicht mehr, diesen Plan. Vielleicht schaffen wir noch nicht mal dahin zu reisen. Erstmal möchte ich die doofe Kopf-Dings abziehen. Ich ziehe wieder die Sora-Rüstung an. Ich möchte noch ein paar Feen gerne haben. Ich bin mal gespannt, wann wir die Kugeln endlich nehmen dürfen, die da die Kugeln nehmen dürfen und darüber bringen dürfen in den Wald. Hier sind ja gar keine Feen. Ich hab doch nur drei. Daneben nicht.
Da unten irgendwo. Da. Ah, genau da. Der Eingang war irgendwo da. Glück gehabt. Einmal beten. Du hast Herausforderung bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Für nur 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ich erbitte Herzen. Möchtest du einen zusätzlichen Container? Ja, bitte. So sei es. Hurra! Ein Herzcontainer. Du scheinst noch weitere Zeichen der Bewährung zu besitzen. Möchtest du auch noch ein Herz haben? Ja. So sei es. Strike. Gleich. 5, 6 Herzen. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Ich versuche es. Ich versuche es. Hier ist eine Kochstelle. Ich möchte... Warte, ich möchte was kochen. Gib mir mal einen Spottling. So ein Gras. Diese Karotte. Und ein Schleichling. Genau. Kochen. Ein Pilzspieß. Yay. Ein Apfel, eine Chili und einen Sportlotus. Kombiniert mit einer Blume. Kochen wir. Kochobst. Hand. Schwertgras noch dazu. Und dann nehmen wir hier noch eine Milch und noch ein Gras. Rein mit euch. Mal sehen, was rauskommt. Wildgemüse. Ein denkbar simples pflanzliches Gericht, bei dem einfach nur Kräuter und Gemüse aus der Wildnis gebraten werden. Yep. Und ich sehe, der Part ist nun wirklich vorbei. Also vielen Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr der Vorbereitung mitgewohnt habt. Wir werden hier noch 1, 2, 3 Gerichte kochen am Anfang des nächsten Partes. Und dann geht es wirklich, wie versprochen, zum Bossfight. Zurück zum Wasser-Dungeon. Bis dann und ciao. Euer Chivisolaro.